Hallo, ich bin die Susanne. Ich bin der Marco und wir sind da im Café Spinnerei in Traun. Wie kann man das Café Spinnerei beschreiben? Eigentlich ist es eine Mischversion eines Cafés, Bistros und mittlerweile fast schon eines Restaurants. Aufgrund der Situation, dass wir im Mittag ein Mittagsmenü anbieten für die umliegenden Firmen und Gäste. Und am Abend genauso auch vor den Aufführungen eigentlich eine große Karte für Cafés anbieten. Natürlich sind die Speisen jetzt nicht wie in einem Restaurant, sondern wir konzentrieren uns auf wirklich, wie der Name schon sagt, auf Spinnereien, auf kleine Leckerlis, auf Burger, Philadelphia Cheesesteak Sandwich, solche Dinge, aber genauso auch wie Klassiker wie ein Backendalsalat oder verschiedene Gnocchi nach der Saison. Die Spinnerei hat als Kultur- und Veranstaltungsräumlichkeit schon vorher gegeben. Der Andrang ist immer größer geworden dorthin und dann haben sie mir gesagt, okay, sie müssen sich was überlegen und planen dann einen Neubau. Und im Zuge dessen haben sie dann gesagt, aber eben für die Gäste sollte das auch was Kulinarisches bieten. Und ich habe mich dann beworben und habe dann den Zuschlag gekriegt. Und seit 2017 sind wir jetzt da. Das Besondere an einem Café Spinnerei ist definitiv auf jeden Fall mal die Terrasse und der Ausblick zum Schloss und unsere Mitarbeiter. Sie sind alle mit Herzblut dabei und wir kriegen nur positives Feedback über das nette und zuvorkommende Personal, was wir haben, weil wir einfach auch versuchen, dass wir wirklich an jeden Wunsch den Gästen ablesen von den Augen. Also ich komme eben aus dem Mühlviertel, ich muss relativ weit fahren, ich bin aus dem Mühlkreis. Aber für mich, mir macht es eben da so Spaß, weil alle sagen, du findest ja im Mühlviertel um auch Arbeit, das stimmt schon. Aber es ist einfach, weil es so bunt ist, das gefällt mir so. Und ich habe einfach meinen Frühdienst, den was ich da machen kann und weil wir einfach so viele verschiedene Sachen haben. Wir haben ja dann am Abend Barbetrieb und ab und zu, ich bin sehr selten da, aber es ist, weil man halt einfach alles da hat, das ist einfach so spannend. Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Nein. Nein, ich denke mal, wir haben, es gibt bei uns keine großartigen Hierarchien wie in anderen Unternehmen und wir sind, glaube ich, genauso verrückt, beziehungsweise wir sind beide geborene Gastronomen und wissen daher, auf was drauf ankommt. Und es ist jetzt nicht notwendig, dass ich da großartig ein Chef spiele, sondern es ist wichtig, wir sehen uns beide auch als Kollegen und nicht unbedingt als Chefs. Der Betrieb ist sehr freundlich, also so familienfreundlich auch und bunt gemischt, würde ich eigentlich sagen. Also auch von der Gästeschicht her. Ist total spannend. Wir haben alles. Wir haben ältere Menschen, wir haben Familien mit Kindern, wir haben Doktoren, wir haben Leute vom Altersheim drüben. Also wir sind echt bunt gemischt. Und das ist einfach, finde ich, das macht es halt mir so spannend und das taugt mir halt. Und das ist, ja, ist einfach meine Berufung, glaube ich. Ich schätze am meisten in der Region, dass wir sehr unkomplizierte Gäste haben, die sich einfach bei uns wohlfühlen, die wissen, wo sie hingehen. Es ist nicht so wie in anderen Lokalen. Sie fühlen sich bei uns wie in einer Familie, sie fühlen sich bei uns heimlich. Und Traun hat sich ja super entwickelt. Also früher, wenn du gesagt hast, Traun, hat jeder die Augen verdreht. Aber mittlerweile mit dem Schloss, Wassergraben, Spinnerei, der Bau der Straßenbahn bis zu uns eben. Mittlerweile hat sich eben das Image von Traun ziemlich verbessert. Ich denke mal, jeder, der bei uns anfängt zum Arbeiten, wird seinen Spaß haben, wird aber genauso auch was lernen. Er wird sehen, dass die Gastronomie richtig Spaß machen kann. Und wir freuen uns auf viele Bewerbungen.